Hallo hombres und herzlich willkommen zu Tropico, wo ist die Numero 5? Und ganz kurze Info, ich weiß nicht warum, aber selbst im Hauptmenü hier gerade, ne? Ich mache mal zwischen den Folgen, gehe ich hier mal ins Hauptmenü, so ein bisschen pausieren. Und selbst hier schwankt die Framerate immer zwischen entweder 60 oder entweder 30. Entweder 60, jetzt ist es wieder 30, obwohl nichts passiert, außer das Meer da unten. Jetzt war es wieder bei 60, jetzt wieder bei 30, ich verstehe nicht warum. Warum? Da ist doch noch ein kleiner Fehler irgendwo. Hat sich eingeschlichen. Ich guck mal kurz bei die Erfolge. Aha, eine neue Ära. Der Tag 0. Geheimer Erfolg. Was? Leon muss sterben? Alles meins. In einem einzigen Spiel. 100.000 Erz und Kohle gefördert. Ewige Kolonie. 100 Monate als Gouverneur geherrscht. Sehr geil. Straßenplaner. Natürlich. Altersvorsorge machen wir noch nicht. Herrscher der Welt. Herrschen sie in einem einzigen Spiel über mehr als 500 Bürger. Das lässt sich doch machen. In einem einzigen Spiel mehr als 20 Plantagen. Hydrokultur. Das geht ja auch. So, Nachfolgeregelung, Spiegel an Spiegel an der Wand, lalalala, okay. So, wir gehen wieder ins Spiel rein. Oh, ich bin im Pausemodus, sowieso noch. Und so langsam müssen wir mal gucken, dass wir eine Revolution ausrufen. Wir sind momentan bei 48%. Ach ja, die Verfassung. Können wir erst machen, wenn wir die Unabhängigkeit erklärt haben. Und dafür braucht man natürlich ein bisschen Zuspruch aus der Bevölkerung. Wie kriegen wir denn den Zuspruch jetzt nochmal? Königstreue ist mir egal, Revolutionäre werden immer mehr. Und die lieben uns. Sie lieben uns. Sache, es ist schön, geliebt zu werden. Und Obdachlose 35, da haben wir aber Häuser haben wir gebaut. Mediengebäude, Religionsgebäude, Arbeitslose, lalala, Nahrungsvielfalt 5. Also eigentlich geht es den Leuten ja gut. Ich könnte hier oben noch eine Farm für die Nahrungsvielfalt hinbauen. Ein Soldat ist immer im Dienst. Wohin gehen die denn? Ach ja, da hinten hin. So, das war das Bauding hier, ne? Baubüro, genau. Ein neues Baubüro, damit es hier ein bisschen schneller geht, weil das hier alles so lange gedauert hat. Aber vielleicht sind wir noch zu ungeduldig geworden. 1 Jahr, 9 Monate haben wir noch. Die Frage ist aber wirklich, was können wir überhaupt noch bauen? Eine neue Bibliothek, natürlich. Und Bergbauprofite, natürlich. Aber wohin die Bibliothek? Dann baue ich die einfach dahin, oder was? Ups. Baue ich sie einfach dahin. Da war ja vorher noch das Dingens, die alte Farm. Zack. Dann haben wir eine zweite Bibliothek. Dann sollten die Revolutionäre uns ja noch ein bisschen gewogener sein, hoffe ich. Und Bergbauprofite machen wir ja auch langsam. Sehr langsam. Ach Mist, das geht doch noch gar nicht. Na dann baut mal auf, Leute. So, das Ding ist gleich fertig. Ein kleiner Laden. So, pass auf. Ich weiß nicht warum. Ich weiß doch selber nicht, warum ich das immer mache. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin einfach so ein Kästchenbauer. Ich glaube, ich bin einfach so ein SimCity-Spieler alter Schule. Ich möchte gern alles immer quadratisch überall haben. Ich weiß nicht warum. So, Taverne ist fertig. Machen wir die Bibliothek auf hoch. Und dann können wir hoffentlich bald die Unabhängigkeit erklären. Das wäre mir sehr lieb. La, 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 la. Hier können wir auch noch Türme hinbauen. Hier so Wachtürme eigentlich. So, Kasernen können wir noch nicht bauen. Einen Leuchtturm können wir bauen. Was macht der? Zusätzliche Handelsangebote ist eigentlich auch ganz gut. Eine Zeitung haben wir schon. La 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 la. Opernhaus.
Und der Rest ist momentan leider ziemlich uninteressant. Wir haben ja schon fast alles. Bergbauprofite müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Und das hier dauert Ewigkeiten, bis die mal gebaut ist, die Bibliothek. Aber naja, was willst du machen? Wundert mich, dass wir hier nichts machen können mit Effizienz. Ach ja, Weltkriege, aber sonst halt nichts, ne? So. Schade. Wie sieht's denn bei euch aus, Freunde? Futtergehege? Präsident! Ja. Ich meine natürlich Gouverneur. Die Insel ist reif für eine Revolution. Ja, endlich, endlich. Machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier die Effizienz erhöhen. So. Schön die Effizienz, dann müsste hier ja auch gleich wieder hochgehen. Die Produktion. Präsidente, ich meine natürlich Gouverneur. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Juhu, Revolutionäre importieren, das machen wir natürlich. Zack. Und die Zufriedenheit müsste noch mehr wachsen gleich. Denn wir importieren Revolutionäre. Jetzt bauen wir noch die Bibliothek und dann erklären wir die Unabhängigkeit. Und sie wächst und wächst. Ein genialer Masterplan. Ein genialer Masterplan. Momente, Momente. Komm schon, bau die Bibliothek. Geld haben wir auch. Alles gut. Kriegen wir alles hin. Da ist die Bibliothek. Die Alte freut sich. Na komm schon, Alte, sag es. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Sehr gut. Noch ein bisschen importieren. Müsste gleich nochmal wachsen und dann ist Revolutionszeit. Ich hoffe, wir dürfen die Insel behalten. In der Kampagne. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das wäre echt schön. Ich möchte keine neue anfangen. Weil wir hier so schön gebaut haben und so fleißig. Na, schauen wir mal. Okay, ich denke, es wird Zeit. Präsidente! Seine Majestät zeigt sich über ihre Unabhängigkeitserklärung äußerst erheitert. Oh. Na gut, wir kaufen mal. Weltkriege! Juhu, glaube ich. Naja, doof eigentlich, aber naja. So, Wahlrecht. Machen wir wie immer. Wahlrecht alle Bürger. Kirche und Staat machen wir wie immer einen atheistischen Staat. Militär ist natürlich Berufsarmee. Oder? Dafür halten sie Sold und Unterkunft. Naja, machen wir Berufs-, oder? Highschool-Soldaten, hohe Effizienz. Keine Ausbildung, Highschool-Soldaten. Miliz. Ich mach mal Berufsarmee. So. Oh, 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 oh. Alles unbesetzt erstmal. Los mit der Alten. El Presidentes Gesetzesexperten haben unsere Verfassung so frisiert, dass sie jetzt 53% besser ist als die letzte. Sie wurde sogar in einer schicken Serifenschrift gedruckt. Hey, na holla. 44%, wir sind ein bisschen zurückgefallen jetzt wieder natürlich. All die einsamen Leute da draußen. Hier ist wieder eure Lulu von der Jolly Roger Bar and Radio. Hier hört ihr das Beste, was Tropico zu bieten. Willkommen, Bruder. Ab heute gehören Sie und Ihre Familie zu den Auserwählten, die die Last auf sich genommen haben, die Welt zu regieren. Ach ja, das kenne ich. Das kenne ich so gut. Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören nun zu uns. Hier sind Ihr Mitgliedsausweis, Ihr zeremonieller Dolch und Ihr Umhang. Der Mitgliedsbeitrag wird jeden zweiten Montag im Monat fällig. Weil Sie unser neuestes Mitglied sind, werde ich Sie weiter bei Ihren Aufgaben unterstützen. Ich bleibe außerdem Ihr Hauptansprechpartner des Ordens, Ihr Leon Kane. Juhu, Mission, besondere Beziehungen. Exportieren Sie Rohstoffe und kümmern Sie sich um die unerwarteten Steuerzahlungen. Ich will nicht auf Baobau, ich will zurück auf unsere Insel. Ich will auf unsere Insel. Ich will auf unsere Insel. Auf unsere Insel, da will ich zurück. Du hörst das Gewinsel und denkst dir, halt's Maul, du Stück. So, spielen Sie auf Baobau. Mist. Endlich etwas Anerkennung. Ich wollte immer schon zu einer Geheimorganisation gehören,
deren Ziel die Weltherrschaft ist. Sie haben mich sogar zum Gouverneur einer neuen Insel gemacht, um zu zeigen, wozu sie fähig sind. Nun wird es Zeit für das Einstandsritual. Meine neuen Brüder wollen, dass ich mich mit dem US-Präsidenten anfreunde. Der Orden will seinen Einfluss in Amerika ausweiten und hat mich ausgewählt, ihm dabei zu helfen. Mich mit den Yankees anzufreunden, liegt mir nicht im Blut. Aber sicher werde ich das im Nullkommanichts drauf haben. Ach, Mano. Willkommen auf Ihrer neuen Insel, mein Schüler. Der Orden will, dass Sie die Freundschaft des US-Präsidenten gewinnen. Ihr Freund Penultimo könnte dabei helfen. Er weiß, wie man jedem im Nu unter die Haut geht. Bitte was? Das steht aber gar nicht, du kleine Drecksau. Der US-Präsident sagte, dass ohne Unabhängigkeit keine Wirtschaft florieren kann. Machen Sie Tropico zur Wirtschaftslokomotive und beweisen Sie ihm das Gegenteil, dann wird er uns sicher besuchen und Sie haben genug Zeit, Ihren Charme spielen zu lassen. Aufgabe, verdienen Sie mit Exporten 5000, okay? Moment. Hab ich ja gerade was im Auge gehabt, verdammt nochmal. So, annehmen. Konnte ich kaum noch lesen gerade. Aha, Alter, das brennt. So, ist bestimmt ein Feuerzeug. Okay, was haben wir denn hier? Seine Majestät hat einen äußerst raffinierten Plan ersonnen, um unsere Feinde in die Knie zu zwingen. Wir schicken ihnen Nahrungsmittel. Und sind sie erst faul und fett geworden, erobern wir ihre Länder. Ah, deswegen sollen wir uns mit Amerika anfreunden. Ihre erste Aufgabe ist es, mit der Nahrungsproduktion anzufangen. Seine Majestät denkt, Sie sollten mit Farm Rinder beginnen. Erfüllen Sie die Wünsche seiner Majestät, erwarten Sie eine Mandatsverlängerung und andere Belohnungen. Aufgabe, bauen Sie einen Farm Rinder. Mann, jetzt sind wir ja schon wieder. Wir haben doch gerade erst die Unabhängigkeit erklärt und jetzt war schon wieder abhängig. Wie doof. Ein Farm Rinder, okay. Ein Farm Rinder. Oh, warte mal ganz kurz. Fuck, das Auge. Mann, das geht doch gar nicht. Sekunde. Entschuldigung. Keine Ahnung, was das ist. Hat sich angefühlt, als hätte ich einen Splitter im Auge, der so richtig rausguckt. Oder so ein sich windender Wurm, der aus der Pupille kriecht. Was ist das hier? Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Okay, nicht nur ein, sondern drei spezielle Handelsangebote. Die Handelsangebote haben wir letztes Mal gar nicht in Kauf genommen. 19.000 haben wir. Wir nehmen mal das Silberpaket. Nehmen wir das Platin und versuchen mal auf den Handel zu achten. So, neue Farm Rinder. Okay. Hier wird es ein bisschen tricky mit den Farmen, glaube ich. Rinder hier ist scheiße. Rinder hier ist scheiße, ich baue sie lieber hier. Oder ich weiß nicht wohin. Hier, warte, hier, da, wenn ich hier so drehe, dann... Ja, Rinderfarm direkt neben dem Präsidentenpalast ist natürlich schon stylisch. So, mach ich mal Straße, mach ich mal... Die geht dann mal wieder nach oben hier. So. Natürlich, wie immer. Und damit es symmetrisch bleibt, machen wir auch da mal einen Platz. Da können wir hier noch was Schönes hinmachen. Ein paar Platzdeckchen oder sowas. Und vielleicht auch dahinter machen wir nochmal. Oder? Nee, dahinter brauchen wir nicht. Ist egal. Komm, da ziehen wir einfach. Oder? Nee, dann machen wir hier. Oder? Warte, machen wir hier. So, dann machen wir einmal hier drüber. Zack. Dann haben wir rings um den Platz auch noch ein bisschen was frei. Da können wir hier die Türme hinbauen. Die Wachtürme sozusagen. Haben wir den direkt Platz mit eingeplant. Und hier bauen wir das Ding. Hier soll, wir sollen ja Export, ne? Exportprofite 5000. Also machen wir hier natürlich Eisenvorkommen. Auch sofort eine Mine hin. Können wir gar nicht, weil wir die Schaufel wieder nicht aufgeschorscht haben. Oder. Wie ätzend, müssen wir alles wieder von vorne machen. Nervig! Nervig, so nervig. Nervig, so nervig. Nervig, so nervig. So, warte, Landhaus. Da machen wir noch ein paar Landhäuser hin, damit die Leute wenigstens nicht obdachlos sind.
Und sofort bauen sie dahinter einen Slum. Okay, super. So, was bauen wir hier an? Ah, ist auf jeden Fall grün. Das ist sehr gut. Forschung, die Sichel. Was erforschen wir momentan? Die Sichel, wir erforschen momentan gar nichts, weil wir keine Forschungspunkte haben. Wir brauchen eine Bibliothek. Ja, diese Insel ist ja echt ein Traum. Wow. So grün einfach nur, strotzt nur so vor Leben. Fischerei können wir bauen, das ist schon mal ganz gut. So, eine Straße. Na, Mist, das geht wieder nicht. Ich hasse es. So, tschüss Slums. Und da bauen sie gleich wieder neue. Und hier, ja, da kann eine Kneipe hin oder sonst irgendwas. Da können wir mal gucken. Und hier noch ein bisschen Luxusdinger oder sowas. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht genau. Oder die Tavernen könnt ihr direkt dahin. La 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 la. So, eine dahin. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Vielen Dank, das ist sehr nett. So, Exportprofite, das Ding haben wir. Momentan haben wir aber noch nicht so viel im Aufbau hier. Das Ding steht, das ist schon mal super. Und ich würde sagen, wir lassen die Farm erstmal als Einzelfarm und bauen die später oben weiter. Dafür können wir dann hier die Straße weiterbauen. So, dann haben wir das Ding schon mal angeknüpft. Auch wenn wir die Schaufel noch nicht erfunden haben. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Ja, das stimmt. Wir brauchen eine Bibliothek, hast du recht. Die bauen wir auch in Bälde. Ich weiß nur noch nicht wohin, da müssen wir mal gerade gucken. Eine Bibliothek. Ich würde sagen, die zimmern wir dann einfach mal hier hin. Es kommt mir vor, als würde ich dann immer wieder von vorne anfangen. Das ist doch doof dann eigentlich. So, die kommt dann dahin. Das mit den Bauten klappt ja sehr schnell hier auch. Oder wir bauen aber zu schnell, ich weiß es gar nicht. Wir bauen zu schnell und die kommen gar nicht hinterher. Das ist das Geheimnis. Ba-ba-da-bam, ba-bam-bam. Ah, na, guck mal an. La 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 la. Hier noch irgendwas? Nee. Ah. Na ja, gut, das mit dem Export kriegen wir auf jeden Fall hin. Also da sind wir beim Weltmeister. Die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Gouverneuren. So, wir müssen nur eine Bibliothek bauen. Da brauchen wir Forschungspunkte. Vielleicht bauen wir gleich zwei Bibliotheken. Wir brauchen ja eh welche für die Rebellen. Dann können wir die direkt untereinander bauen. Naja, warten wir erstmal ab. Momentan haben wir nicht so viel Geld. Da gehe ich vielleicht eher auf, hier, also auf sowas, ne? Auf Farmen, Plantagen. Wie sieht's denn aus? Plantagenmäßig. Ah, Kakaoplantage kann man hier super hinbauen. Ah, die passt nicht ganz dahin, aber naja. Bupp. Was soll's? Dann haben wir da schon mal was hingebaut. Da geht's zur Mine. Ist doch auch super. Hier hätten wir keine Straße bauen sollen, sondern einfach die Plantage weiter. Aber naja, weiß der. Deswegen baue ich so gern symmetrisch und eckig alles. Damit alles schön hinpasst.
So, jetzt bau doch mal schneller. 0 von 4, 4 von 4, 4 von 4, 1 von 4, 2 von 4, 0 von 4, 4, 4, 4, 4, 2, naja, 2, 4, okay. Leute ziehen also langsam ein, das ist sehr gut. Das kriegen wir schon mal ganz gut hin. La la da, dam da dam dam dam. So, Fischvorkommen haben wir offenbar auch einige. Zumindest hängen hier die Möwen rum, also müssten da theoretisch auch, ich bin mir nicht sicher, Fische sein. Ich weiß es nicht genau. So, wir exportieren bereits. Siehst du da oben links? Das heißt, die Hälfte haben wir schon exportiert. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Das ist unsere Mission. Exportprofit in Höhe von 5000. Das wird diesmal nicht so lange dauern, wieder die erste Map. Kann ich eigentlich jetzt noch spielen, bis wir die durchhaben, oder? Dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Komm, bauen wir die Bibliothek dahin. Und wir kriegen gleich den nächsten Auftrag. Phase 1 des Plans seiner Majestät hat begonnen. Alle Kolonien müssen Nahrungsmittel an unsere Feinde exportieren. Ja, die Majestät ist so schlau, ich habe gar keine Ahnung. Also ganz, ist ja unfassbar. 3000 Fleisch bringt uns natürlich dann auch wieder... Ja gut, das sind Rinder, aber die bringen auch Fleisch. So, Bibliothek Nummer 1 ist da. Ein Bürger haben Tropico verlassen. Das ist nicht so gut. Sonst kommen die immer, aber diesmal verlassen die. Warum? Obdachlose 23, Arbeitslose 24. Wir brauchen doch ein paar Farmen. Häuser haben wir ja genug. Kaum Bau fertig in Lachs. Dum da 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 dam 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 da 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 dam 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 da 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 dam dam. So, es waren Rinder, ne? Rinder, hier so. Und dann direkt nochmal Rinder. Und weißt du was, wir bauen noch mehr Rinder an. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, das könnte dann immer zu viel des Guten werden. Dass die Gebiete dann darunter leiden so ein bisschen. Aber wir müssen ja Fleisch exportieren, wir müssen Export machen. Und insofern Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Also... Es hilft ja nichts. So, eine kleine Gartenanlage gibt's ja auch noch. Und hier auch. Oder warte, ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken. Die Bibliothek ist noch nicht besetzt, aber Bildung müssten wir jetzt haben. Das heißt, ergo auch Forschungspunkte. Derzeit wird nichts erforscht und ich würde sagen, wir erforschen zuerst die Farmen und dann die Sichel. Ne, zuerst die Schaufel. So, denn wir müssen Export starten, insofern, also hier auch da, ein bisschen rumgraben. La da 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 dam dam da dam. Da 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 dam dam da dam da dam. Da 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 dam. Oh, ist das schön hier einfach. Richtig idyllisch. Da würde ich auch selber direkt schon wohnen. Ich gucke gerade noch nach Minen, aber die gibt es hier offenbar noch nicht. Also weitere Minen. So, komm, einmal Exportprofite noch, dann haben wir es durch. Komm schon. Na los! Da haben wir ein Schiffchen. Mal gucken. Governor, die Leistungskraft von Tropicos Wirtschaft ist höchst bemerkenswert. Es sieht fast so aus, als wollten sie mich persönlich damit herausfordern. Leute, die Glocken, ich komme euch besuchen. Effekt, der US-Präsident kommt in einem Monat. Juhu!
So, und wir exportieren erfolgreich Fleisch, wie es aussieht. Und bald noch ein bisschen... Liebe geht durch den Magen. Doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen, sind ein paar starke Drinks. Deshalb erscheine ich nie ohne eine Flasche in Ihrem Büro. Das erklärt ja einiges. Aufgabe, gewinnen Sie 3 Wetten. Belohnung, der US-Präsident wird Ihr Freund. Und das wird er dann hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss.